Yeah, Stimmung. Sehr gut. Ich finde das geil, dass so viele Leute hier sind. Ich finde das sowieso buff, dass wir überhaupt alle hier sind. Also, dass Leute in der heutigen Zeit überhaupt rausgehen, finde ich unfassbar. Dass Leute überhaupt irgendwo hingehen, das haut mich um, wenn man bedenkt, dass Rewe mittlerweile liefert. Rewe liefert. Du kannst online zu Rewe gehen, da was bestellen und dann bringen die das nach Hause. Ich mache das nur noch. Ich bestelle nur noch online bei Rewe. Ich gehe da nicht mehr hin. Ich sitze bei mir zu Hause am Fenster und ich sehe den Rewe. Ich sehe Menschen rein und raus gehen und denke mir so, nein. Ich habe eine bessere Idee. Ohne Witz, Leute, ich glaube, wenn der technische Fortschritt so weitergeht wie bis jetzt, wird irgendwann mal eine Zeit kommen, wo jeder, der aufsteht, sich verdächtig macht. Weißt du, du willst gerade so aufstehen, ja, so, hey, okay, okay. Und alle deine Freunde, wow, was hast du vor? Und du so, ich muss kacken. Und deine Freunde so, ja und? Das ist doch kein Grund. Dafür haben wir doch diese neuen Sessel von Apple. Der iShit. Aber der technische Fortschritt, Mann, er ist nicht aufzuhalten. Auch nicht in meiner Familie. Mein Vater hat jetzt ein neues Handy, mein altes. Der brauchte aber echt ein neues Handy. Das war echt wichtig für den, weil der hatte immer vorher so ein ganz kleines, so ein uraltes Siemens-Handy, mit dem irgendwie Kaiser Wilhelm noch Jamba-Monatspakete abgeschlossen hat. Uralt. Und ich habe ihm jetzt mein altes Handy gegeben und das war sein erstes Handy mit Touchscreen. Und ich habe ihm das gegeben, sein erstes Handy mit Touchscreen und wir haben seitdem nicht mehr kommuniziert. Weil er kann es nicht bedienen. Es tut mir so leid. Seine Finger sind zu dick. Es tut mir so leid. So, er will eine Taste drücken und trifft 11. Es ist so schade. Das heißt, wenn ich dem irgendwie über WhatsApp eine Nachricht schreibe, irgendwie so, hey Papa, wie geht's dir? Dann kommt immer nur so, Fitze, bitte, Fitze. So, ich kann die Wut förmlich lesen, weil er es nicht gebacken kriegt, ja? Und wenn er dann auch noch Autokorrektur anhat, Stuhl, Herde, Blume. Also, ein Riesenstress, Mann. Du kannst Eltern mit der Technik nicht alleine lassen. Das geht nicht. Das geht nicht. Mein Großer ist jetzt 65. Er macht mich wahnsinnig. Das ist unfassbar. Du guckst einmal nicht hin, schon ist der im Internet. Dann lädt er irgendwas runter, dann ist wieder ein Penis auf dem Display. Du hast nur Stress, weißt du? Aber wenn er dich einmal anlächelt, kriegst du alles wieder zurück. Ja gut, er hat halt sein Handy so, ne? Das ist cool. Ich gucke Serien ganz gerne. Game of Thrones ist meine Lieblingsserie. Mal, guckt das hier jemand? Game of Thrones? Niemand? Okay, gut. Also, das ist sehr geil. So Leute nicken so, ich gucke das. Schade, dass man mein Nicken nicht hört, aber schön. Aber ein paar gucken es. Hier sehe ich ein paar so. Game of Thrones, für alle, die es nicht kennen. Game of Thrones ist super simpel erklärt. Game of Thrones ist Herr der Ringe und Analverkehr. Das ist. Und alle, die es gucken, denken sich, das trifft es ziemlich gut. Also, es ist wirklich so. Also es ist wirklich so Fantasy, ja, so wie Herr der Ringe. Politische Intrigen. Wer hintergeht wen? Ho, ho, spannend. Und Krieg und Schlacht und Blut. Und sehr explizite Sexszenen, die nichts mit der Handlung zu tun haben. Absolut gar nichts. Ich sitze da manchmal selber davor und denke mir, warum jetzt schon wieder ein Penis? Warum jetzt schon wieder? Also, nichts gegen Penisse, aber das war der 8. in einer Minute. Was ist hier los? Wo kommen die her? Wie sah das Casting für diese Show aus? Standen da 8 Männer in einer Reihe mit einem Steifen so, oh, ich krieg den Job, ich krieg ihn, ich mach das. Was vögeln die ganze Zeit? Da wird nur gefühlt, wie, da ist Krieg. Im ganzen Land ist da Krieg. Wie so, oh, Blut und, was ist das für eine, irgendwie so, oh, der Feind ist da. Du, zeig mir deine Titten, schnell, schnell. Ich besiege den Feind mit meiner Erektion. Komm her, oh, komm her. Und dann kommen die Feinde. Oh, wir haben auch nackte Frauen. Oh, komm her, komm her. En garde. Das ist echt immer so. Die Szene ist dann immer so, oh, wir müssen Königsmund erobern. Schnitt Doggy-Style. Ich verstehe das nicht. Warum ist das so? Da spielen 8 Pornodarstellerinnen mit. 8 Stück. Und ich weiß das, weil ich es weiß.
Das ist mir echt immer so. Immer wenn ich das gucke, denke ich mir so, ey, die kennst du doch irgendwoher. Ich finde das so krass, dass die Serie, ich mag die Serie echt gerne, alter Mann. Da ist coole Handlung, gut geschrieben und so. Und ich finde das schade, dass sie sich immer so auf Sex verlässt. Damit, warum? Haben die Angst, die Produzenten, dass ich als Mann nach 20 Minuten nur Dialog auf einmal sage so, zu viele Wörter, mehr Penis. Ding dong. Oh, Rewe. Dankeschön, schönen Abend noch. Danke sehr, es war geil.